Warum stehe ich als Heteroman auf den Penis? Ich habe eine E-Mail dazu bekommen von Hans und Hans schreibt eine sehr lange E-Mail. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, sonst würden wir hier noch 20 Minuten sitzen. Hans schreibt, dass er heterosexuell ist, dass er auf Frauen steht, aber dass er die Vorstellung hat, anal genommen zu werden. Und das irritiert ihn mega, weil das für ihn bedeutet, dass er schwul sein muss. Also, dass er auf Männer steht. Gleichzeitig findet er aber das Gefühl von Analsex total toll und möchte das unbedingt erleben. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, besonders in der Erstberatung. Dieses Thema, ich stehe doch auf Frauen, warum mag ich denn dann trotzdem die Vorstellung, anal genommen zu werden? Also das ist, glaube ich, unter den Top 10 der häufigsten Fragen. Das kann ja natürlich unterschiedliche Gründe haben. Menschen sind sehr individuell, dementsprechend kann es für dich was ganz anderes sein. Ich erzähle jetzt mal die häufigsten Gründe. Ich glaube, zum einen hat es was mit der Art und Weise zu tun, wie sich die Männer ihre Erregungsquellen suchen. Ja, also wenn wir uns den Porno angucken, dann geht es in diesem Porno permanent irgendwie um den Penis. Also der Penis des Mannes steht im absoluten Mittelpunkt die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das was mit unserem Gehirn macht, wenn wir uns permanent diese Sachen angucken. Und dann kommt vielleicht auch die Lust darauf hoch, dass man auch mal genommen wird, dass man auch eine Frau sein möchte und so weiter. Also Pornos haben, glaube ich, einen großen Einfluss. Ich bin kein Feind von Pornos. Viele andere Sexualtherapeuten, Coaches, Berater und auch Dominas sehen das anders. Die sagen so ein Stück weit, Pornos sind ein großes Problem. Ich glaube, dass es mit Pornos so ist, wie mit allen anderen Dingen auch. Es ist halt ein Werkzeug, eine Erregungsquelle von vielen. Mit einem Messer kannst du dir ein Brot schmieren und ein tolles Abendessen machen. Und du kannst jemanden damit abstechen. Also das Messer an sich ist nicht das Problem, sondern unser Umgang mit dem Messer. Und genauso sehe ich das bei Pornos auch. Ich gucke mir selber auch Pornos an. Ja? Aber ich tue das in einer Differenziertheit. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen heiser. Aber wir ziehen dieses Video trotzdem durch. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat, wie du dir Pornos anguckst, wie du Erregungsquellen anschaust und dass du dir auch bewusst machst, dass das eben dein Hirn verändert und deine Art und Weise, wie du an Sexualität rangehst. Wenn ich Sexualkundeunterricht mache, manchmal werde ich in Schulen eingeladen, dann kriege ich das oft mit, dass die Schüler mich fragen, muss denn jede Frau auf Analsex stehen? Oder andere ganz seltsame Dinge, auf die ich niemals kommen würde. Aber durch diesen Pornokonsum wird es so normal, das eben auch zu machen, dass, ich meine, für mich ist es auch normal, jeder soll das machen, was er möchte. Aber daraus zu schließen, dass man das jetzt machen muss, als Frau oder als Mann, dass man dafür zur Verfügung stehen muss, dass das jetzt dazugehört, das finde ich ein Stück weit absurd, besonders wenn man gerade mit Sexualität anfängt. Oder dass man andere Dinge tun muss, um im Bett irgendwie gut zu sein. Und das, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, wie wir Pornos kommunizieren und auch wie wir diese Pornos einschätzen. Wie wir selber für uns wissen, dass das halt größtenteils fake ist und nicht der Realität entspricht. Und besonders Kinder und Jugendliche können das eben noch nicht auseinandersetzen und differenzieren. Und dann wird es halt zu einer großen Herausforderung. Ich finde, da hat auch die Schule und Eltern eine Verpflichtung und auch unsere Gesellschaft zu zeigen, wie denn Sex wirklich ist, nicht wie er im Porno ist. Das kommt meiner Meinung nach im Schulunterricht leider viel zu kurz und führt dazu, dass die Menschen bis ins hohe Alter, ich arbeite ja auch mit 90-Jährigen, damals gab es noch gar keinen Sexualkundeunterricht, mit 60-Jährigen. Und umso mehr Fehlinformationen es gibt über Sexualität, umso mehr Probleme hat man dann nachher im Bett. Und eine dieser Fehlinformationen ist, um an den Anfang zurückzukommen, ist dieses, wenn ich doch auf einen Penis stehe als Mann, dann bin ich doch schwul. Nein, bist du nicht unbedingt. Schwul sein bedeutet, dass du den männlichen Körper an sich interessant findest, dass du gerne mit einem Mann zusammen sein möchtest, dass du dich in Männer verliebst. Ja? Und bisexuell sein bedeutet, dass du dich
in Männer und Frauen verliebst, dass es dir egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Pansexualität bedeutet, dass du dich in einen Menschen verliebst und das Geschlecht völlig egal ist. Ja, und nur weil du auf einen Penis stehst und das geil findest, bedeutet das nicht, dass du schwul bist. Das ist eine riesengroße Fehlinformation, die einfach entstanden ist, weil in unserer Gesellschaft, im Sexualkundeunterricht, in der Familie und im Freundeskreis nie darüber gesprochen wird, dass viele Männer anale Stimulation total geil finden. Die Prostata des Mannes ist das männliche Äquivalent zum G-Punkt der Frau. Man kann extrem schöne Orgasmen über die Prostata herstellen, einleiten, auslösen. Auslösen ist ein gutes Wort. Und die Stimulation mit dem Finger, mit Spielzeug, mit einem Penis fühlt sich für viele, viele, viele Menschen, Männer und Frauen, einfach sehr, sehr geil an. Und nur weil du auf eine Form von Stimulation oder auf viele Formen von Stimulation stehst, heißt es nicht, dass du jetzt schwul bist oder irgendwas anderes bist, sondern das heißt einfach, dass dir das gefällt und das ist nicht schlimm. Viele Männer, die dann zu mir kommen, die erzählen das so, ja, ich stehe auf Anal, aber ich bin nicht schwul, da musst du dir keine Sorgen machen. Hey, wir leben im 21. Jahrhundert. Schwul sein ist nichts Schlimmes. Genauso wie transsexuell sein nichts Schlimmes ist, heterosexuell sein nichts Schlimmes ist, pansexuell sein nichts Schlimmes ist, bisexuell sein nichts Schlimmes ist. Sei doch einfach, wie du bist und mach dir nicht so viele Gedanken darum, dass du dich jetzt in eine Schublade einordnest. Du kannst doch irgendwas dazwischen sein. Du musst dich doch nie festlegen. Du musst das ja auch keinem kommunizieren. Das ist ja deine Sache. Dein Leben, deine Regeln. Und die dürfen individuell sein für jeden Menschen. Also ich glaube, mit Pornos hat es viel zu tun. Und dann ist es natürlich so, dass die anale Stimulation sehr, sehr geil ist. Ne? Dann hat es für viele Männer auch einen demütigenden Faktor. Dass man halt nicht mehr die ausführende Kraft ist, sage ich jetzt mal. Dass man nicht mehr, das wird in Pornos auch oft so dargestellt, dass die Frau halt die etwas devotere Haltung hat, die diejenige ist, die genommen wird und das dreht sich dann um. Und das hat für viele Menschen einen, für viele Männer, für viele Sklaven einen demütigenden Charakter, besonders wenn es dann noch plus Fesseln gibt und andere Dinge. Demütigung kann übrigens unterschiedliche Dinge bedeuten. Ja? Demütigung bedeutet nicht, das muss ich immer wieder dazu sagen, dass man jemanden klischeehaft fertig macht. Viele Männer wollen das auch gar nicht. Die wollen auf einer persönlichen Ebene gemocht werden, gesehen werden, respektiert werden und in diesem Spiel manchmal liebevoll, manchmal neckisch, manchmal auch härter gedemütigt werden. Und das hat eine enorme Bandbreite. Demütigung bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Ja? Und selbst wenn es jemanden gibt, der extrem gedemütigt werden will, beispielsweise dafür, dass er einen kleinen Penis hat, das findet er total geil, wenn man sagt, du hast einen kleinen Schwanz und was willst du damit anfangen und kannst auch sowieso keine Frau damit befriedigen. Aber wenn man jetzt, das ist alles erregend und schön, aber wenn man jetzt etwas über das Gewicht beispielsweise sagen würde, wäre das eine rote Linie. Obwohl das ja auch eine Form von Demütigung ist. Und so muss man halt für jeden Klienten schauen, für jeden Sklaven schauen, was genau der Hintergrund ist, was für eine Form von Demütigung das sein soll, was für eine Form von Demütigung gar nicht geht. Ich habe zum Beispiel viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich mag dieses extrem Herablassende nicht, dieses immer Sklave sein, dieses nicht mehr als Mensch betrachtet werden. Es gibt übrigens auch Menschen, die genau das wollen, ne? Die als Objekt gesehen werden wollen, die eine Sache sein wollen, ein Spielzeug. Wenn wir von der Erziehung zum Lustobjekt sprechen, da gibt es auch nochmal ein eigenes Video zu, dann geht es ja darum, dass du zur Verfügung stehen möchtest für die Lust der Dame und deine eigene Lust keine Rolle mehr spielen soll. Und das sind viele unterschiedliche Ausprägungen, die das Ganze halt so spannend machen. Also es ist bei niemandem immer dasselbe. Es sind immer unterschiedliche Dinge, die die Leute reizen und auf die man Rücksicht nehmen muss. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit ein Bild bekommen, dass es okay ist, als Mann auf Analsex zu stehen. Dass es okay ist, dass man es mag, dass man extrem tolle Orgasmen dadurch bekommen kann
und dass man deswegen nicht schwul ist und dass das alles okay ist. Weil viele Leute machen sich dann extrem den Kopf und haben Gedankenkreiseln und machen sich schlecht, schmeißen alles weg, haben Säuberungsaktionen und es geht denen teilweise richtig schlecht damit. Und damit machst du dir garantiert deine Sexualität kaputt, denn Sex beginnt immer zwischen den Ohren und nicht in der Hose. Und wenn das zwischen den Ohren in irgendeiner Art und Weise schamhaft besetzt ist und es zu viel ist und du kannst es gar nicht ausleben, dann wird deine Orgasmusqualität, also wie intensiv dein Orgasmus ist, enorm abnehmen. Und das wäre ja schade, denn was gibt's Schöneres als Orgasmen oder Erregung zu spüren? In diesem Sinne hoffe ich, dass du ein bisschen was gelernt hast und diese Dinge für dich neu sortieren kannst. Wenn du dabei meine Unterstützung möchtest, dann bewirb dich gerne auf www.lady-penelope.com und dann sprechen wir gemeinsam in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wie wir das auch für dich möglich machen können. In diesem Sinne danke, dass du dran geblieben bist. Hab einen wunderschönen Tag. Dominante Grüße, Lady Penelope.